In der Kanzlei eines Frankfurter Steueranwalts geht eine E-Mail ein. Eine Erpressung. Absender der Mail ist ein Jürgen A. Schmidt. Er verlangt eine Summe von 1,5 Millionen Euro. Andernfalls würde er Details schmutziger Aktiendeals über eine Schweizer Privatbank an die deutschen Steuerbehörden verraten. Es handle sich um sogenannte Cum-Ex-Geschäfte. Schließlich wird gezahlt. Warum? Und wer hat die Geschäfte betrieben? Insgesamt soll es um mehr als 10 Milliarden Euro Steuergeld gehen. Über die Cum-Ex-Geschäfte haben Großbanken reichen Privatpersonen ermöglicht, viele Millionen Euro Steuern zu sparen. Das Geld wurde einfach überwiesen an Millionäre und an Banken. Und diese Fehlleitung von öffentlichem Geld ist einfach skandalös. Es ist ein Wirtschaftskrimi, wie man ihn selten findet. Es kommen Großbanken vor, es kommen prominente Investoren vor. Ein Krimi darüber, wie sich Geld vermehrt, wenn man viel davon hat. Wie es geht, dass Reiche immer reicher werden, sich die Gesetze so zurechtbiegen, wie es ihnen gefällt. Und wie unsere Politiker untätig zugeschaut haben. 10 Jahre lang. Da stellt sich natürlich die Frage, kapiert das Finanzministerium, was am Finanzmarkt los ist und im Steuerbereich? Und sind die wirklich in der Lage, uns zu schützen? Offensichtlich ja nicht. Denn hier haben Banken und Berater ein Schlupfloch gefunden, mit dem reiche Investoren nicht nur Steuern sparen konnten, sondern ihnen sogar Steuergeld überwiesen wurde. Und jeder war der Meinung, dass das eine legale Struktur ist. Kapituliert der Staat vor Banken, Beratern und Investoren? Jetzt will er sein Geld zurück. Ermittler sind in ganz Deutschland unterwegs. Aber vielleicht ist unser Steuergeld für immer verloren. Die Zürcher Privatbank Sarasin sucht im Herbst 2010 Investoren für ganz bestimmte Aktiengeschäfte. Ihr Gewinn beruht möglicherweise nur darauf, dass man vom deutschen Staat Steuergeld überwiesen bekommt. In verantwortlicher Position der Bank Erik Sarasin. Und dem kommt für die Deals ein guter Bekannter in den Sinn. Carsten Maschmeyer und der frühere Vizechef der Bank Sarasin, Erik Sarasin, die waren ja beste Geldkumpels. Also es war eine Beziehung, die durch das Geld gelebt hat. Carsten Maschmeyer hat teils zusammen mit seiner Familie und mit Geschäftsfreunden in mehrere Fonds investiert. Die Familie des Millionärs, Veronika Ferris und Fußballtrainer Mirko Slomka verabreden sich zu einer Geldanlage von 40 Millionen Euro. Die Order ergeht per SMS. Verbunden damit die Erwartung fetter Gewinne. Worauf genau die Geldanlage beruht, habe keiner der Investoren gewusst. Es geht um komplizierte Aktiendeals mit vielen zwischengeschalteten Beteiligten. Vereinfacht funktionieren diese Cum-Ex-Geschäfte so. Einmal im Jahr schütten Aktienkonzerne wie Siemens, VW, Deutsche Bank oder Bayer einen Teil ihrer Gewinne an ihre Aktionäre aus. Sogenannte Dividenden. Lange galt, die Bank des Konzerns führt die Steuern darauf an das Finanzamt ab. Der Aktionär erhält von seiner eigenen Bank eine Bescheinigung darüber, dass die Steuern gezahlt wurden. Diese Bescheinigung ist bares Geld wert. Der Aktionär kann sie später beim Finanzamt einreichen und so Geld zurückbekommen. Um diese Bescheinigung geht es. Bei diesen sogenannten Cum-Ex-Geschäften kaufen Anleger ganz schnell über Zwischenhändler Aktien von anderen Anlegern. Und das ausgerechnet rund um den Tag, an dem die Dividende ausgeschüttet wird. Weil so schnell gehandelt wird, ist bei diesen Cum-Ex-Deals unklar, wem die Aktien an dem fraglichen Tag eigentlich gehören. Und so bekommen gleich zwei Anleger von ihren Banken eine Steuerbescheinigung. Beide reichen sie später beim Finanzamt ein und beide bekommen vom Finanzamt Geld zurück, obwohl zuvor nur einmal Steuern bezahlt worden waren. Darauf bauen die Beteiligten und teilen sich den Gewinn.
Und wenn ganz viele Aktien ganz schnell geh- und wieder verkauft werden, wird der Gewinn immer größer. Und damit auch der Schaden für den Fiskus. Es gab ja zahlreiche Warnungen, selbst aus Bankenkreisen, die das ja teilweise selbst genutzt haben, die aber dann auch gesehen haben, das ist eigentlich nicht in Ordnung, was hier läuft. Und diese Warnungen erreichen schon ganz früh die Bundesregierung. Hans Eichel ist Finanzminister der rot-grünen Regierung unter Kanzler Schröder. Er bekommt Post von ungewöhnlicher Stelle. Der Bundesverband Deutscher Banken warnt vor einer Gesetzeslücke. Bei bestimmten Geschäften würde der Staat mehr Steuern zurückerstatten, als er vorher eingenommen hat. Um das zu verhindern, wären zusätzliche Regelungen notwendig. Eigenes Interesse der Banken oder echte Warnung? Als solche verhallt sie zunächst. Ja, der Finanzminister hat alle Warnungen in den Wind geschlagen. Und es gab auch auf ministerialer Ebene, also im Ministerium, gab es mit Sicherheit viele Leute, die das gesehen haben. Und trotzdem sind die Politiker da nicht tätig geworden. Warum? Die Finanzminister wollten dazu nichts sagen. Wir fragen den Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Ja, man hat zunächst einmal versucht, festzustellen, ob dieser abstrakte Hinweis tatsächlich dazu führt, dass es in der Realität genutzt wird. Das wurde es. Und wie? Doch mit dem Feststellen ließ man sich Zeit. Die Warnung wurde abgeheftet. Reaktion keine. Jahrelang. Die Einladung zu einer unglaublichen Geldvermehrung von Milliardären, Millionären, Banken und Beratern auf Kosten des deutschen Staates. Wir fahren in das Paradies für Steuervermeider, die Schweiz. Hier, in einer der entlegensten Ecken, dem Oberengadin, wollen wir einen treffen, der sich mit Cum-Ex-Geschäften auskennt wie kaum ein anderer. Er ist einer der besten Steueranwälte Deutschlands und langjähriger Berater für Banken und Millionäre. Hanno Berger. 2012 hat er sich hierhin abgesetzt, nachdem in Deutschland die Staatsanwaltschaft anfing, gegen ihn zu ermitteln. Berger liebte es immer, Hintertürchen in Steuergesetzen zu finden und auszuloten, was geht. Diese spezifisch juristische Arbeit hat mir eigentlich schon immer Spaß gemacht. Insbesondere quasi diese intellektuelle Herausforderung, dieses sportive Messen vielleicht sogar mit anderen. Sein Handwerk lernt Hanno Berger beim Staat, als Steuerfahnder für das Finanzamt in Frankfurt. 12 Jahre lang ist er zuständig für die Prüfung großer Banken. Und die machen ihm immer wieder Angebote. Herr Berger war erst ein hartnäckiger Steuerjäger sozusagen. Er hat Banken geprüft und er hat aber also hier konsequent die Steuern eingetrieben. Und dann irgendwann ist er auf die Gegenseite gewechselt, was natürlich viel lukrativer ist. Mit Banken und reichen Anlegern baut er sich nun ein Netzwerk als Berater auf. Wohl über die Vermittlung der Schweizer Privatbank Sarasin kommt der Kontakt zu Raphael Roth zustande, Immobilienmogul aus Berlin und Milliardär. Raphael Roth hat einen Sinn für lukrative Geschäfte. Nach der Wende kaufte er das Berliner Kudamm-Carré und verkaufte es später für mehr als das Sechsfache. Danach sucht Roth nach neuen Anlageformen für seine Millionen und erkennt in Berger genau den richtigen Mann. Sie treffen sich in München, in Berlin. Für Berger geht es darum, dass seine Kunden so wenig Steuern zahlen wie möglich. Früher stand in jedem betriebswirtschaftlichen Lehrbuch drin, dass eben Steuern ein Kostenfaktor sind und dass es auch legal sei. Und in diesem Aspekt zu schauen, wo man die niedrigsten Steuerbelastungen hat. Die Hypo-Vereinsbank bietet an, die Cum-Ex-Deals von Raphael Roth abzuwickeln. Geschäfte, mit denen sie bereits Erfahrung hat. Noch im Frühjahr 2006 geht es los. Roth gründet eigens dafür eine Firma. Denn er will ganz groß in das Geschäft einsteigen. Je größer die Investition, desto größer der Profit. Daher leiht er sich von der Hypo-Vereinsbank 500 Millionen Euro. Dafür kauft er Aktien und verkauft sie schnell. Das macht er immer wieder, mit riesigen Summen. Das ging damals schon in Milliardenvolumen. Er hat da, glaube ich, über ca. 5 Milliarden Euro Aktien geh- und wieder verkauft. 2007 ist das dann noch weiter gesteigert worden und 2008 ist das dann noch weiter gesteigert worden. Also die haben auch erst sehr gut funktioniert. Die Steuern sind erstattet worden, die Rendite
hat weitgehend gestimmt. Diese Geschäfte sind beschränkt auf Banken und den Club der Superreichen. Denn nur sie können sich die Millionenkredite besorgen, die man braucht, um Aktien in riesigen Volumen zu kaufen und zu verkaufen. Ein Börsenspiel, finanziert vom Steuerzahler. Zwar auf Kosten des Staates, aber nicht zu seinem Schaden, finden die Berater. Man kann nicht sprechen, dass jemand einen Schaden erlitten hat, wenn er auf einen bestimmten Geldbetrag keinen Anspruch hat. Also das kann ich nicht erkennen. Ja. Man kann natürlich immer, könnte theoretisch von Schaden sprechen, wenn man sagen würde, also der Fiskus hat auf alles, ob das jetzt im Gesetz drinsteht oder nicht, den Anspruch. Es geht darum, dass aus dem, was wir gemeinsam mit unserer Steuer finanzieren wollen, nicht Straßen repariert worden sind oder Lehrerinnen bezahlt worden sind und Lehrer, sondern das Geld wurde einfach überwiesen an Millionäre und an Banken. Und diese Fehlleitung von öffentlichem Geld ist einfach skandalös. Jahrelang werden die Geschäfte betrieben, zunächst unbeachtet vom Staat. Dann häufen sich Hinweise, dass mehr Steuern erstattet als eingenommen werden. Mittlerweile ist Peer Steinbrück Finanzminister der Großen Koalition. Er will gegen solche Geschäfte mit einem neuen Gesetz vorgehen. Mit dem Gesetz werden inländische Banken verpflichtet, nur dann Steuerbescheinigungen auszustellen, wenn sie auch wirklich Steuern an das Finanzamt abgeführt haben. Von Geschäften, die über das Ausland laufen, ist hier allerdings nicht die Rede. War das nicht eine Vorlage geradezu für die Investoren, dann über ausländische Banken zu gehen? Also es hätte eigentlich für einen normal denkenden Menschen mit gewissen ethischen und moralischen Grundsätzen klar sein müssen, wenn das für den Inlandssachverhalt vom Gesetzgeber ausdrücklich ausgeschlossen wird und auch in der Gesetzesbegründung klargestellt wird, dass es dann nicht der Hinweis ist, es übers Ausland zu probieren. Aber denken Banken, Berater und reiche Investoren normal oder ethisch moralisch? Einige Banken begreifen Steinbrücks Gesetz jedenfalls geradezu als Einladung. Die Barclays Bank in London wittert ein Riesengeschäft. Schon kurz nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes gibt es hier Besprechungen zu Cum-Ex-Deals. Mit dem Ziel, aus Deutschland zwei Steuererstattungen für nur einmal gezahlte Steuern zu bekommen. Das Cum-Ex-Prinzip. Nach einem internen Dokument erwartet Barclays damit Profite in Höhe von 55,2 Millionen Pfund pro Jahr. Und so fließt munter das Geld deutscher Steuerzahler ins Ausland ab, angestoßen durch ein neues deutsches Gesetz. Wie aber kam ein solches Gesetz zustande? Da spielt das Schreiben des Deutschen Bankenverbandes von 2002 offenbar eine ganz entscheidende Rolle. Der Verband hatte damals auf die Gesetzeslücke hingewiesen und Lösungsvorschläge gemacht. Große Teile dieses Schreibens wurden nun per Copy and Paste eins zu eins vom Bundesfinanzministerium in die Begründung für das Gesetz übernommen. Wir sind zumindest bis heute nicht sicher, ob der Bankenverband da wirklich nur selbstlos eine sinnvolle Information an das Finanzministerium gegeben hat oder ob er nicht auch versucht hat, zu verhindern, dass dieses Problem wirklich bekämpft wird. Der Bankenverband bestreitet, die Politik absichtlich auf eine falsche Fährte geführt zu haben. Und das Finanzministerium will sich dazu nicht äußern. Die französische Bank BNP Paribas jedenfalls triumphiert schon kurze Zeit später. Sie schreibt ihren Kunden, die Geschäfte wären über Auslandsbanken weiterhin machbar. Und zwar vor allem deswegen, weil der Bankenverband der Initiator des entscheidenden Teils der Gesetzesbegründung gewesen sei. Zwei Jahre später. Offenbar merkt man nun im Bundesfinanzministerium, dass die Geschäfte immer noch auf Hochtouren laufen, trotz Gesetz. In internen Papieren ist von einem enormen Schaden für den Staat die Rede. Es heißt, die Befürchtungen gehen dahin, dass die Beträge weit über der Milliardengrenze liegen könnten. Man müsse schnellstmöglich reagieren. Das Schreiben geht bis nach ganz oben zum Bundesfinanzminister. 7 Jahre wird nun mit solchen Cum-Ex-Deals verdient. Und Steinbrück weiß nun, sein Gesetz greift nicht. Aber eine wirksame Lösung fällt ihm nicht ein. Fakt ist, dass trotz einigen Jahren Vorlaufs
dem Finanzminister Steinbrück es nicht gelungen ist, diesem Treiben ein Ende zu bereiten. Das heißt, der Steuerzahler blieb ungeschützt, dass das Geld weiter an Banken und Millionäre rausfließt. Damit alle von den Geschäften profitieren können, müssen sich Investoren und Banken genau absprechen, wer, was, über wen kauft und verkauft. Genau hier setzt Steinbrücks nächster Versuch an. Der Finanzminister schreibt eine Anordnung an die Länder. Sie sollen prüfen lassen, ob es Erkenntnisse über Absprachen gibt. Die Lösung? In London beschließt die Barclays Bank nur 2 Tage später, mit den Geschäften weiterzumachen. In einer internen Mitteilung bezieht sich die britische Bank ausdrücklich auf das Schreiben des Bundesfinanzministeriums und will ab nun Maßnahmen ergreifen, um dem Eindruck von Absprachen entgegenzuwirken. Und so die Gefahr minimieren, dass der Handel als abgesprochen im Sinne des BMF-Schreibens wahrgenommen wird. Steinbrücks Anordnung hat also ihr Ziel komplett verfehlt. Aber nicht nur Barclays. Mehr als 100 Banken und Fonds stehen inzwischen im Verdacht, das große Geschäft auf Kosten des deutschen Steuerzahlers gemacht zu haben. Auch deutsche Banken mit ihren Auslandsfilialen. Und sogar Landesbanken. Bei den Bundestagswahlen im Herbst 2009 triumphiert Schwarz-Gelb. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Wolfgang Schäuble wird neuer Finanzminister und Nachfolger von Peer Steinbrück. Wird er weitere Milliardenverluste für den Staat verhindern? Hanno Berger hat damals sein Büro bei einer internationalen Anwaltskanzlei in Frankfurt. Er sorgt dafür, dass sein Premium-Kunde, Immobilienmogul Raphael Roth, zu seinem Geld kommt. Dessen Cum-Ex-Geschäfte liefen lange auf Hochtouren. Er kaufte und verkaufte gigantische Aktienpakete. Kurzzeitig, während der Gesetzesänderung, wurde Roth mulmig. Aber Berger hatte ein Gutachten geschrieben, das ihn beruhigt. Ja, ich habe ihn beraten und ich habe ein Gutachten geschrieben. Ja, und das Gutachten ist dann noch durch eine Second Opinion einer weiteren großen Sozietät noch mal bestätigt worden. Und jeder war der Meinung, dass das eine legale Struktur ist. Aber bei einer Steuerprüfung von Roths Firma beanstanden die Prüfer eines Finanzamts plötzlich die Geschäfte. Nach ihrer Meinung hatte Roth keinen Anspruch auf die Steuerrückzahlungen des Fiskus. Dann hat die HVB die Steuerbescheinigung storniert. Damit war dem Raphael Roth die Grundlage entzogen und er konnte diese Steuern nicht weiter für sich verbuchen. Nach der Prüfung wird auch der Hypo-Vereinsbank die Sache zu heiß. Der Gewinn ist verbucht und still und heimlich sollen die Geschäfte nun enden. Doch schon bald wird sich zeigen, dass das Cum-Ex-Abenteuer für die Bank und für Milliardär Raphael Roth noch schwerwiegende Folgen haben wird. Nur wenig später entdeckt die Sarasin Bank mit ihrer Niederlassung in Zürich das Geschäftsfeld Cum-Ex. Banker Erik Sarasin kommt dafür sein guter Bekannter in den Sinn, Carsten Maschmeyer. Er hatte Ende der 80er Jahre die Firma AWD gegründet, eine Verkaufsmaschine für Finanzprodukte. Um Anleger zu gewinnen, wurden Armeen von Vertretern aufgestellt. Mit den umstrittenen Geschäften ist Maschmeyer reich geworden. Milliardär, so heißt es, während viele Menschen mit AWD ihre Ersparnisse verloren haben. Geld will arbeiten, will sich vermehren. Und so sucht Carsten Maschmeyer stets nach guten Anlagemöglichkeiten. Der Herr Maschmeyer hat dann auch immer mal wieder gefragt, welche Produkte das Bankhaus denn so im Angebot hat. Und umgekehrt hat natürlich Herr Sarasin versucht, Herrn Maschmeyer als Kunden anzuwerben. Maschmeyer interessiert sich für die Fonds, die die Sarasin Bank vermarktet und trifft sich mit Vertretern der Bank. Irgendwann hat dann der Erik Sarasin dem Carsten Maschmeyer gesagt, ich habe da ein interessantes Produkt für dich. Das wirft eine gute Rendite ab, ist fast ohne Risiko, das kannst du auf jeden Fall kaufen. Maschmeyer gibt später an, ihm seien Renditen von 10-12% in Aussicht gestellt worden. Dass es sich aber um Cum-Ex-Geschäfte auf Staatskosten gehandelt habe,
Davon habe er nichts gewusst. Also wer solche Renditen versprochen bekommt, der hat allen Anlass nachzufragen, was hat es denn mit diesen Geschäften auf sich? Läuft da irgendwas, was ich vielleicht besser wissen sollte, um entscheiden zu können, mache ich da mit? Über Sarasin investiert Maschmeyer 5 Millionen Euro. Und alles läuft prima. So gut, dass er bald auch seine Familie mitmachen lässt. Herr Maschmeyer hat, nachdem die ersten Fonds gut gelaufen sind, entschieden, noch einen viel größeren Betrag zu platzieren. Es ging, glaube ich, um rund 40 Millionen Euro. Er hatte aber dann keine Zeit. Dann hat er seinen Sohn, den Marcel Maschmeyer, zu dem Kundenbetreuer der Bank geschickt. Und die haben sich dann getroffen im Hotel. Der Sarasin-Banker begeistert ihn für eine Investition. Ganz euphorisch kehrt Maschmeyers Sohn Marcel zurück, wild entschlossen, einige Millionen zu investieren. Und nicht nur Marcel Maschmeyer spekuliert mit 20 Millionen Euro. Auch sein jüngerer Bruder darf mitspielen. Aber Vater Maschmeyer findet, weil er noch minderjährig ist, nur mit 10 Millionen Euro. Echtem Geld. Neben Maschmeyer und seiner Familie investieren auch Veronika Ferres und Fußballtrainer Mirko Slomka. In welche Geschäfte? Hätten sie nicht gewusst, sagen sie heute. Ihr Geld sei verspekuliert worden. 40 Millionen insgesamt. Order per SMS. Und die Aussicht auf fette Gewinne. Aber dann kommt alles ganz anders. Bald schon wird sich der Ton ändern zwischen Erik Sarasin und seinem Freund Carsten Maschmeyer. Wenn die Kasse stimmt, wenn jeder seinen Schnitt macht, dann feiert man gerne miteinander, stößt aufeinander an, freut sich gemeinsam des Lebens. Und wenn dann die Antriebskraft für die Freundschaft, nämlich das Geld, wenn die dann fehlt, dann sieht es anders aus. Noch bevor die neuen Investoren einstiegen, war Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble voll über mögliche Milliardenschäden unterrichtet worden. Man hatte ihm mitgeteilt, dass auch in diesem Jahr wieder Geschäfte in erheblichem Umfang gelaufen seien. Zur Erinnerung, es geht um Geschäfte, bei denen zwei Anleger von ihren Banken Steuerbescheinigungen bekommen, die sie beide beim Finanzamt einreichen und vom Finanzamt dafür Geld zurückbekommen, obwohl zuvor nur einmal Steuern gezahlt worden waren. Nun warnen auch die Bundesländer. Vom Finanzministerium in Nordrhein-Westfalen heißt es in einem dringenden Schreiben, man dürfe nicht weiter abwarten. Die derzeitige Lage erfordert eine schnellere gesetzliche Anpassung. Die Kollegen machen sogar Lösungsvorschläge. Die Umsetzung könnte zeitnah erfolgen. Die Warnungen werden, wie die anderen zuvor, zur Kenntnis genommen und abgeheftet. 8 Jahre lang spendiert der Fiskus mittlerweile doppelte Erstattungen auf nur einmal gezahlte Steuern. Und da stellt sich natürlich die Frage, kapiert das Finanzministerium, was am Finanzmarkt los ist und im Steuerbereich? Und sind die wirklich in der Lage, uns zu schützen? Offensichtlich ja nicht. Weder Hans Eichel noch Peer Steinbrück oder Wolfgang Schäuble wollten sich zu ihrer Verantwortung bei den Cum-Ex-Geschäften äußern. Dabei hätte man im Ministerium eigentlich alles wissen können und müssen. Denn am 15.11.2010 schreiben Insider eine brisante Mail an das Bundesfinanzministerium. Absender ist ein Jürgen A. Schmidt. Mit den angebotenen Informationen könnte das Ministerium krumme Geschäfte auffliegen lassen. Die Mail beschreibt detailliert einzelne Cum-Ex-Transaktionen und warnt vor Kapitalertragsteuerausfällen. Allein in 2010 im Milliardenbereich. Schuld sei eine missbräuchliche Mehrfacherstattung. Die kurze Antwort des Ministeriums kommt einen Monat später. Die E-Mail werde an die Landesbehörde nach Hessen weitergeleitet. Mehr nicht. Am 5. Januar schreiben die anonymen Informanten erneut. Diesmal nach Hessen. Ich gebe euch eine Stichprobe und wenn euch die Stichprobe gefällt, dann gebe ich euch das ganze Material und das kostet dann 1,5 Millionen Euro. Das Material ist 300 Millionen Euro wert. Es geht um Geschäfte in diesem Volumen zu euren Lasten mit dem Ergebnis, dass der Fiskus sich offenbar nicht mal diese Stichprobe hat kommen lassen, dass der Fiskus hier nicht zugegriffen hat. Denn der hessischen Finanzverwaltung ist die Sache zu heikel.
Sie schreibt dem Informanten deswegen, dass die Verhandlungen nicht fortgesetzt werden. Wille zur Aufklärung? Fehlanzeige. Trotz möglicher 300 Millionen Euro Steuerausfällen. Der Informant wird zur Karteileiche. Erst viel später werden sich die Ermittlungsbehörden wieder für ihn interessieren. Die Geschäfte der Milliardäre können weitergehen. Die Sarasin Bank gewinnt den nächsten Milliardär als Investor in Geschäfte mit freundlicher Steuerausschüttungsautomatik. Erwin Müller, einer der 800 reichsten Menschen der Welt und Chef der gleichnamigen Drogeriekette mit 522 Filialen alleine in Deutschland. Müller hatte zuvor schon ein Gutachten zu genau dieser Art von Cum-Ex-Geschäften in Auftrag gegeben. Das kommt zu dem Schluss, es besteht kein Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten durch Erstattung von Kapitalertragssteuer. Obwohl sein Name als Auftraggeber auf dem Deckblatt steht, will Müller das Gutachten nie gesehen haben. Später behauptet er, er habe nicht gewusst, worum es bei diesen Geschäften überhaupt geht. Aber für das Angebot der Sarasin Bank interessiert sich Müller sehr. Sarasin hat kräftig akquiriert für solche Fonds. Offenbar mit dem Versprechen, dass es innerhalb von kurzer Zeit schöne Profite geben würde. Der Drogeriekönig Erwin Müller hat in solch einen Fonds investiert, hat einen schönen Schnitt gemacht. Und weil alles so gut läuft, investiert Müller gleich nochmal. Diesmal 50 Millionen Euro. Man habe ihm eine Rendite von 12% versprochen und die Rückzahlung bis Mitte des nächsten Jahres. Die Sarasin Bank will sich dazu nicht äußern. Noch ein anderer ist in der Zeit umtriebig. Hanno Berger. Er besucht Kunden, die sich für Cum-Ex-Geschäfte interessieren. Und er schreibt Gutachten für die Fondsgesellschaft, die die Investments für Müller und Maschmeyer auflegten. Alles läuft gut, bis es dann im Frühjahr 2011 richtig kriminell wird. Auf Hanno Bergers Account geht eine Erpresser-E-Mail ein. Es war ein wahrscheinlich aus einem Internetcafé abgesandte E-Mail mit dem Namen Jürgen A. Schmidt. Ein Allerweltsname halt nun. Da konnte man nun nicht viel mit anfangen. Jürgen A. Schmidt. Unter demselben Absender hatten sich die Informanten an das Bundesfinanzministerium gewendet. Nun fordern sie von Berger eine Einmalzahlung in Höhe von 1,5 Millionen Euro auf ein Konto der St. Gallener Kantonalbank. Andernfalls würden sie einige Geschäfte auffliegen lassen. Berger berät sich mit den Vertretern der Sarasin Bank, wie man mit den Erpressern verfahren soll. Wenig später schreibt Berger in einer Mail an die Bank: Ich bin mit Ihnen der Auffassung, dass eine Einigung gefunden und die Angelegenheit alsbald endgültig erledigt werden muss. Um eine dramatische Eskalation von äußerst unangenehmen Konsequenzen für eine Reihe von Personen und Banken zu vermeiden. Wenn eine Erpressung darauf angelegt ist, dass sie nun sagt, ich bringe Namen der Investoren an die Presse, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass das natürlich erstmal eine Menge Staub aufwirbelt, um das mal so salopp zu sagen. Die Investoren kommen und sagen, wie kommt mein Name an die Presse? Ja, gerade in der Schweiz ist das natürlich sehr sensibel in Bezug auf das Bankgeheimnis. Berger plädiert also dafür zu zahlen. Und genau so kommt es. Mit den Erpressern wird eine Vertraulichkeits- und Gütevereinbarung getroffen, in deren Folge ihnen, offiziell als Provision, 1 Million Euro auf ein Schweizer Treuhandkonto überwiesen wird. Grund, damit die Investoren nicht abgeschreckt werden. Für mich nicht nachvollziehbar. Wenn ich erpresst werde und ich habe wirklich nur saubere Geschäfte gemacht und habe eine reine Weste, dann gehe ich sofort zur Polizei, zur Staatsanwaltschaft, sage, ich werde hier erpresst, dann ziehe ich wirklich alle Register, um diesem Erpresser zu zeigen. Also du kannst ja gerne woanders versuchen, aber bei mir nicht. In Berlin will Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble nun endlich wirksam gegen die fraglichen Cum-Ex-Deals vorgehen. Nach 10 Jahren. Schon seit März hatte man die Auszahlungen von Steuern zunächst auf Eis gelegt. Nun soll ein neues Gesetz her. Zukünftig müssen Banken garantieren, dass die Steuern tatsächlich bezahlt wurden, bevor sie dafür Bescheinigungen ausstellen. Eigentlich ganz einfach.
Trotzdem wurde nochmal weitere 2 Jahre darüber nachgedacht. Das war eine gewaltige Umstellung und deshalb war der Gesetzgeber, glaube ich, auch klug beraten, zunächst mal zu bedenken, ob eine solche Systemumstellung angezeigt ist. Aber dadurch hat er Milliarden verloren. Durch die Zeit haben wir zunächst einmal das Problem gehabt, dass weiter versucht worden ist, auf diese Weise Geld zu erschleichen. Das sei aber nicht so tragisch. Denn weil die Geschäfte generell als illegal betrachtet würden, könne man das Geld ja wieder zurückholen. Und dazu ist man im Bundesfinanzministerium fest entschlossen. Milliardär Raphael Roth war schon 2 Jahre zuvor aus den Cum-Ex-Geschäften ausgestiegen und hatte eigentlich gedacht, damit wär's erledigt. Bis dann, kurz vor Weihnachten 2011, ein Steuerbescheid ins Haus flattert. Roths Firma soll Steuern für 3 Jahre Cum-Ex-Geschäfte nachzahlen. 123.710.430,87 €. Also Herr Roth ist offenbar aus allen Wolken gefallen, konnte sich offenbar gar nicht vorstellen, was der Fiskus jetzt plötzlich von ihm will und fühlte sich dazu Unrecht an den Pranger gestellt. Es ist dann auch ein Ermittlungsverfahren gegen Roth eingeleitet worden und das hat er auch aus seiner Sicht überhaupt nicht nachvollziehen können. Zwischen ihm und der Hypo-Vereinsbank entbrennt ein bitterer Streit vor Gericht, wer für den Schaden aufkommen soll. Doch zu einem Urteil kommt es nicht mehr. Wenig später stirbt Raphael Roth im Alter von 79 Jahren an Herzversagen in seinem Penthouse in Berlin. Sein Sohn einigt sich schließlich mit der Hypo-Vereinsbank. Die Bank übernimmt den Löwenanteil der 123 Millionen Euro. Die Klage wird zurückgezogen und es soll wohl schnell Gras über die Sache wachsen. Aber so einfach ist das nicht. Denn die Bank stolpert über das Ergebnis einer Untersuchung, die sie selbst in Auftrag gegeben hatte. Die besagt ganz klar, der Gewinn der Geschäfte basierte einzig und allein auf der Steuergutschrift und wurde zwischen den Beteiligten verteilt. Und der Gewinn entspricht dem Schaden des deutschen Fiskus. Mit diesem Bericht lässt sich die Schuld der HVB nur noch schwer leugnen. Die Bank steht im Visier der Ermittlungsbehörden. Beim anderen Milliardär, Carsten Maschmeyer, laufen die Geschäfte über die Sarasin-Bank zunächst noch glänzend. Mit seiner ersten Geldanlage erzielt er eine Rendite von über 23%. Bald aber schon gibt es Irritationen. Denn die Rückzahlung der 40 Millionen Euro Investitionen, an der seine Familie und Freund Mirko Slomka beteiligt waren, kommt nicht. Das Bundesfinanzministerium hatte ja zwischenzeitlich alle Auszahlungen bei solchen Geschäften gestoppt. Aber davon weiß Maschmeyer nichts. Anfang 2012 erkundigt er sich bei seinem Freund Erik Sarasin, was mit der Rückzahlung los ist. Und der beschwichtigt ganz freundschaftlich per SMS. Klar, werde dafür sorgen, dass diese Summen bis Anfang April zurückkommen. Es gibt immer noch 12% Rendite. Herzlich, Erik. Redet von 25% Rendite. Herzliche Grüße, in Verbundenheit dein Carsten. Klar, sorry. Wollte die Hälfte für mich einsacken. Aber auch im April kommt das Geld nicht. Maschmeyer ruft Sarasin an, fragt, was denn da los sei. Im Juni macht Sarasin dann ein neues Angebot. Lieber Carsten, nach unserem Mailaustausch und Telefonat von letzter Woche schlage ich dir vor, dass du die Anteile zum 25. des Monats zurückgeben kannst. Mit besten Grüßen, Erik. Daraufhin Maschmeyer. Ich danke dir persönlich außerordentlich, dass du die Heilung des Problems so unbürokratisch und konstruktiv angehst. Bitte sei versichert, dass sich an der großen Sympathie und Wertschätzung dir gegenüber und an unserer verlässlichen Freundschaft nichts ändern wird. Mit ganz herzlichen Grüßen aus Hannover, Carsten. Schöne Worte, aber es passiert trotzdem nichts. Als Carsten Maschmeyer gemerkt hat, dass die Rechnung nicht aufgeht, dass ein großer Teil des Geldes ausbleibt, was ihm versprochen wurde, dass überhaupt sogar eigenes Geld jetzt fehlt, da hat er dann immer energischer auf Rückzahlung gedrängt
und hat dann auch deutlich gemacht, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Kurz vor Weihnachten reist Carsten Maschmeyer mit seinem Sohn nach Zürich. Dort trifft er sich mit einem Mitarbeiter der Sarasin Bank. Es geht hoch her. Maschmeyer pocht auf die versprochene Rückzahlung. Aber eine Lösung wird ihm nicht angeboten. Maschmeyer und sein Sohn müssen mit leeren Händen wieder abreisen. Einen Tag später droht er in einer Mail an Erik Sarasin. Eine Eskalation kann vor dem Hintergrund der medialen Folgen einer zu erwartenden Mundpropaganda, dem damit einhergehenden Imageschaden und den juristischen Folgen weder in deinem Sinne noch im Sinne des Bankhauses und seiner Inhaber sein. Wenig später schreibt Maschmeyer, er werde nun seine Rechtsanwälte einschalten. Jetzt beginnt der private Krieg ums Geld. Die Bank Sarasin hat Herr Maschmeyer verklagt und umgekehrt hat Herr Maschmeyer die Bank Sarasin verklagt. Das Tischtuch zwischen Herrn Sarasin und Herrn Maschmeyer ist auf jeden Fall zerschnitten. Und Herr Sarasin musste ja auch im Zuge der Affäre seinen Job aufgeben. Die Sarasin Bank einigt sich 2015 mit Maschmeyer. Sein Geld bekommt er fast vollständig wieder. Daraufhin zieht er seine Klage zurück. Die Hypovereinsbank zahlt ein Bußgeld in Höhe von 9,8 Millionen Euro. Nur Drogeriekettenbesitzer Erwin Müller vermisst noch immer seine 50 Millionen Euro und fordert sie von der Bank zurück. Denn ihn habe nie jemand über die Art der Geldanlage aufgeklärt. Und das von ihm in Auftrag gegebene Gutachten habe er ja nie gelesen. Keiner der Anleger wollte mit uns sprechen. Wussten sie wirklich nicht, worauf diese Cum-Ex-Deals beruhten? Wenn doch, dann offenbart diese Art der Steuervermeidung jedenfalls ihr ganz besonderes Staatsverständnis. Man muss den Staat, den man da melkt, schon sehr hassen, wenn man solche Modelle im Grunde in Anspruch nehmen kann. Denn das bedeutet ja nichts anderes, als ich habe sowieso schon das Glück, Vermögen zu besitzen und deshalb fließen mir Kapitalerträge zu. Das reicht mir aber nicht, dass ich jetzt einmal eine Steuergutschrift bekomme, sondern ich will zumindest eine zweite haben. Da das noch legitim zu finden, da muss man schon sehr weit von der Gesellschaft innerlich abgerückt sein, die einmal reich gemacht hat. Das Bundesfinanzministerium hält die Geschäfte für illegal. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt beginnt zu ermitteln. Kriminalbeamte durchsuchen Büros der Hypovereinsbank, beschlagnahmen Akten, Computer und Festplatten. Es waren, glaube ich, über 70 Ermittler im Einsatz, die natürlich die Räume der HVB durchsucht haben, aber auch die Räume teilweise von Sarasin und von Beratern. Betroffen war eben auch der Herr Berger. Da ist die Anwaltskanzlei in Frankfurt durchsucht worden, sind aber auch Privaträume durchsucht worden. Ich war unterwegs auf Dienstreise und war gar nicht anwesend und habe dann per Telefon davon erfahren. Ja. Man hat sehr viele Akten mitgenommen. Ich glaube, es waren über 4000 Akten über bestimmte Mandanten, die ich beraten haben soll. Hanno Berger fährt direkt weiter, bis in die Schweiz. Er setzt sich ab. Er hat die Flucht ergriffen und ist in die Schweiz gereist. Und seitdem ist er auch jetzt dauerhaft in der Schweiz, hat sich da niedergelassen und war in Deutschland seit dem Tag nicht wieder gesehen. Dann ermittelt auch die Kölner Staatsanwaltschaft gegen eine mutmaßliche Bande von Bankern, Fondsbetreibern und Anwälten. Aktuell haben deutsche Staatsanwaltschaften 100 Banken und Fonds im In- und Ausland im Visier. Im Fadenkreuz auch Erik Sarasin. Anfang 2016 zahlt er 200.000 Euro. Daraufhin wird das Verfahren gegen ihn eingestellt. Auch gegen Hanno Berger wird ermittelt. Die Beschuldigten bestreiten weiterhin, illegal gehandelt zu haben. Ich war sehr überrascht natürlich auch, weil alle auch in unserer Sozietät der Meinung waren, wir haben völlig legal gehandelt. Aber der Staat geht mit aller Härte vor. Zu Recht? War die Praxis also immer illegal? Ja, sie war deshalb illegal, weil sie schlicht und ergreifend für etwas, was sie einmal bekommen haben oder einmal zahlen mussten,
eine mehrfache Rückzahlung gefordert haben. Das ist eigentlich jedem kleinen Kind bekannt. Wenn man einmal etwas getan hat, dass man nicht mehrfach eine Gegenleistung dafür fordern kann. Das Bundesfinanzministerium muss heute so argumentieren, denn sonst wäre es kaum möglich, das ausgezahlte Steuergeld zurückzufordern. Steuerfachmann Roman Seer bezweifelt das. Und erst recht, ob man die Beteiligten juristisch belangen kann. Also angesichts dieses sehr unklaren Rechtszustandes halte ich es für grundsätzlich nicht für zulässig, aufgrund von vergangenen Sachverhalten, eben die zu einer Zeit dieser Unklarheiten verwirklicht worden sind, die Akteure nun strafrechtlich zu verfolgen. Und an diesem unklaren Rechtszustand ist der Staat auch noch selber schuld. Denn in der Begründung für das Gesetz, das Peer Steinbrück 2007 erlassen hatte, heißt es, nach geltendem Recht könne es durchaus zwei Eigentümer einer Aktie geben. Und das bedeutet, dass es auch vorkommen kann, dass an beide Steuergeld ausgeschüttet wird, obwohl es nur von einem gezahlt wurde. Auf diese Formulierung nach geltendem Recht berufen sich heute Banken und Berater und meinen, damit habe die Bundesregierung ja selbst gesagt, dass die Cum-Ex-Praxis generell legal sei. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass der Gesetzgeber blöd gehandelt hat, weil jedenfalls diese Formulierung Wasser auf die Mühlen derjenigen ist, die versuchen, das zu verteidigen. Noch mehr Wasser auf die Mühlen kommt ausgerechnet aus dem Bundesjustizministerium. Noch unter Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hatte das Ministerium 2009 eine Stellungnahme zu den fraglichen Cum-Ex-Geschäften angefertigt. Und darin heißt es, dass die Cum-Ex-Praxis möglicherweise nicht rechtswidrig war. Die Antwort auf die Frage, legal oder illegal, könnte für Hanno Berger über Freiheit oder Gefängnis entscheiden. Er wehrt sich aus der Schweiz gegen den Umgang deutscher Strafverfolgungsbehörden. Denn nach seiner Ansicht hatte der Gesetzgeber die Geschäfte ja früher für legal erklärt. Es ist aus meiner Sicht ein rechtsstaatlicher Skandal, wenn der Gesetzgeber ein bestimmtes Vertrauen erweckt und dann diejenigen inkriminiert, die auf sein Wort vertraut haben und mit dem schärfsten Schwert verfolgt, was ein Staat zur Verfügung hat, nämlich mit dem Strafrecht. Für Berater Hanno Berger geht es um eine mögliche Gefängnisstrafe wegen schwerer, bandenmäßiger Steuerhinterziehung. Für seine Kunden und die anderen reichen Investoren geht es darum, ob sie noch mehr Geld vom Staat bekommen oder ob sie es zurückzahlen müssen. Und für die Steuerzahler um die Frage, ob unsere Milliarden wegen der Versäumnisse der Politiker für immer verloren sind. Die Politik muss sich hier einfach umstellen. Es gibt in der Finanzindustrie Tausende, Zehntausende von Beratern und Juristen, die nur nach Gesetzeslücken suchen. Und auf Seiten der Politik und der Verwaltung muss man dem eben auch genügend Leute gegenüberstellen, die ganz professionell diese Schlupflöcher verschließen. Wenn wir uns ein Land vorstellen, wo wir nur noch Staatsbürger haben, die sozusagen überlegen, wie sie Gesetze umgehen können, dann wird es einem Gesetzgeber nicht mehr möglich sein, Regelungen zu treffen. Kapituliert der Staat vor der Fantasie der Steuervermeider? Oder hat der Gesetzgeber ihnen durch eigene Versäumnisse, entgegen aller Warnungen, sogar in die Hände gespielt? Ein Untersuchungsausschuss prüft aktuell die Frage seiner Schuld. Sicher ist jedenfalls, Banker und Berater sind immer einen Schritt voraus und haben längst neue Schlupflöcher entdeckt, durch die die Milliarden der Superreichen verschwinden. Zum Zahlen bleiben ja immer noch die anderen. Die Normalen. Der Aktionär erhält von seiner eigenen Bank eine Bescheinigung darüber, dass die Steuern gezahlt wurden. Diese Bescheinigung ist bares Geld wert. Der Aktionär kann sie später beim Finanzamt einreichen und so Geld zurückbekommen. Um diese Bescheinigung geht es. Bei diesen sogenannten Cum-Ex-Geschäften kaufen Anleger ganz schnell über Zwischenhändler Aktien von anderen Anlegern. Und das ausgerechnet rund um den Tag, an dem die Dividende ausgeschüttet wird. Weil so schnell gehandelt wird, ist bei diesen Cum-Ex-Deals unklar, wem die Aktien an dem fraglichen Tag eigentlich gehören.
Und so bekommen gleich zwei Anleger von ihren Banken eine Steuerbescheinigung. Beide reichen sie später beim Finanzamt ein und beide bekommen vom Finanzamt Geld zurück, obwohl zuvor nur einmal Steuern bezahlt worden waren. Darauf bauen die Beteiligten und teilen sich den Gewinn. Und wenn ganz viele Aktien ganz schnell geh- und wieder verkauft werden, wird der Gewinn immer größer. Und damit auch der Schaden für den Fiskus. Es gab ja zahlreiche Warnungen, selbst aus Bankenkreisen, die das ja teilweise selbst genutzt haben, die aber dann guter Bekannter in den Sinn. Carsten Maschmeyer und der frühere Vizechef der Bank Sarasin, Erik Sarasin, die waren ja beste Geldkumpels. Also es war eine Beziehung, die durch das Geld gelebt hat. Carsten Maschmeyer hat teils zusammen mit seiner Familie und mit Geschäftsfreunden in mehrere Fonds investiert. Die Familie des Millionärs, Veronika Ferris und Fußballtrainer Mirko Slomka verabreden sich zu einer Geldanlage von 40 Millionen Euro. Die Order ergeht per SMS. Verbunden damit die Erwartung fetter Gewinne. Worauf genau die Geldanlage beruht, habe keiner der Investoren gewusst. Es geht um komplizierte Aktiendeals mit vielen zwischengeschalteten Beteiligten. Vereinfacht funktionieren diese Cum-Ex-Geschäfte so. Einmal im Jahr schütten Aktienkonzerne wie Siemens, VW, Deutsche Bank oder Bayer einen Teil ihrer Gewinne an ihre Aktionäre aus. Sogenannte Dividenden. Lange galt, die Bank des Konzerns führt die Steuern darauf an das Finanzamt ab. Und auch gesehen haben, das ist eigentlich nicht in Ordnung, was hier läuft. Und diese Warnungen erreichen schon ganz früh die Bundesregierung. Hans Eichel ist Finanzminister der rot-grünen Regierung unter Kanzler Schröder. Er bekommt Post von ungewöhnlicher Stelle. Der Bundesverband Deutscher Banken warnt vor einer Gesetzeslücke. Bei bestimmten Geschäften würde der Staat mehr Steuern zurückerstatten, als er vorher eingenommen hat. Um das zu verhindern, wären zusätzliche Regelungen notwendig. Eigenes Interesse der Banken oder echte Warnung? Als solche verhallt sie zunächst. Ja, der Finanzminister hat alle Warnungen in den Wind geschlagen und es gab auch auf ministerialer Ebene, also im Ministerium, gab es mit Sicherheit viele Leute, die das gesehen haben und trotzdem sind die Politiker da nicht tätig geworden. Warum? Die Finanzminister wollten dazu nichts sagen. Wir fragen den Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Ja, man hat zunächst einmal versucht, festzustellen, ob dieser abstrakte Hinweis tatsächlich dazu führt, dass es in der Realität genutzt wird. Das wurde es. Und wie? Doch mit dem Feststellen ließ man sich Zeit. Die wacher werden, sich die Gesetze so zurechtbiegen, wie es ihnen gefällt. Und wie unsere Politiker untätig zugeschaut haben. 10 Jahre lang. Da stellt sich natürlich die Frage, kapiert das Finanzministerium, was am Finanzmarkt los ist und im Steuerbereich? Und sind die wirklich in der Lage, uns zu schützen? Offensichtlich ja nicht. Denn hier haben Banken und Berater ein Schlupfloch gefunden, mit dem reiche Investoren nicht nur Steuern sparen konnten, sondern ihnen sogar Steuergeld überwiesen wurde. Und jeder war der Meinung, dass das eine legale Struktur ist. Kapituliert der Staat vor Banken, Beratern und Investoren? Jetzt will er sein Geld zurück. Ermittler sind in ganz Deutschland unterwegs. Aber vielleicht ist unser Steuergeld für immer verloren. Die Zürcher Privatbank Sarasin sucht im Herbst 2010 Investoren für ganz bestimmte Aktiengeschäfte. Ihr Gewinn beruht möglicherweise nur darauf, dass man vom deutschen Staat Steuergeld überwiesen bekommt. In verantwortlicher Position der Bank Erik Sarasin. Und dem kommt für die Deals ein gutes. In der Kanzlei eines Frankfurter Steueranwalts geht eine E-Mail ein. Eine Erpressung. Absender der Mail ist ein Jürgen A. Schmidt. Er verlangt eine Summe von 1,5 Millionen Euro
Andernfalls würde er Details schmutziger Aktiendeals über eine Schweizer Privatbank an die deutschen Steuerbehörden verraten. Es handle sich um sogenannte Cum-Ex-Geschäfte. Schließlich wird gezahlt. Warum? Und wer hat die Geschäfte betrieben? Insgesamt soll es um mehr als 10 Milliarden Euro Steuergeld gehen. Über die Cum-Ex-Geschäfte haben Großbanken reichen Privatpersonen ermöglicht, viele Millionen Euro Steuern zu sparen. Das Geld wurde einfach überwiesen an Millionäre und an Banken. Und diese Fehlleitung von öffentlichem Geld ist einfach skandalös. Es ist ein Wirtschaftskrimi, wie man ihn selten findet. Es kommen Großbanken vor, es kommen prominente Investoren vor. Ein Krimi darüber, wie sich Geld vermehrt, wenn man viel davon hat. Wie es geht, dass Reiche immer Danach sucht Roth nach neuen Anlageformen für seine Millionen und erkennt in Berger genau den richtigen Mann. Sie treffen sich in München, in Berlin. Für Berger geht es darum, dass seine Kunden so wenig Steuern zahlen wie möglich. Früher stand in jedem betriebswirtschaftlichen Lehrbuch drin, dass eben Steuern ein Kostenfaktor sind und dass es auch legal sei, unter diesem Aspekt zu schauen, wo man die niedrigsten Steuerbelastungen hat. Die Hypo-Vereinsbank bietet an, die Cum-Ex-Deals von Raphael Roth abzuwickeln. Geschäfte, mit denen sie bereits Erfahrung hat. Noch im Frühjahr 2006 geht es los. Roth gründet eigens dafür eine Firma. Denn er will ganz groß in das Geschäft einsteigen. Je größer die Investition, desto größer der Profit. Daher leiht er sich von der Hypo-Vereinsbank 500 Millionen Euro. Dafür kauft er Aktien und verkauft sie schnell. Das macht er immer wieder, mit riesigen Summen. Das ging damals schon in Milliardenvolumen. Er hat da, glaube ich, über ca. 5 Milliarden Euro Aktien geh- und wieder verkauft. 2007 ist das dann noch weiter gesteigert worden und 2008 ist das dann noch weiter gesteigert worden. Also die haben auch erst sehr gut funktioniert. Die Steuern sind erstattet worden, die Rendite hat weitgehend gestimmt. Diese Geschäfte sind beschränkt auf Banken und den Club der Superreichen. Denn nur sie können sich die Millionenkredite besorgen, die man braucht, um Aktien in riesigen Volumen zu kaufen und zu verkaufen. Ein Börsenspiel, finanziert vom Steuerzahler. Zwar auf Kosten des Staates, aber nicht zu seinem Schaden, finden die Berater. Man kann nicht sprechen, dass jemand einen Schaden erlitten hat, wenn er auf einen bestimmten Geldbetrag keinen Anspruch hat. Also das kann ich nicht erkennen. Man kann natürlich immer, könnte theoretisch von Schaden sprechen, wenn man sagen würde, also der Fiskus hat auf alles, ob das jetzt im Gesetz drinsteht oder nicht, den Anspruch. Es geht darum, dass aus dem, was wir gemeinsam mit unserer Steuer finanzieren wollen, nicht Straßen repariert worden sind oder Lehrerinnen bezahlt worden sind und Lehrer, sondern das Geld wurde einfach überwiesen an Millionäre und an Banken. Und diese Fehlleitung von öffentlichem Geld ist einfach skandalös. Jahrelang werden die Geschäfte betrieben, zunächst unbeachtet vom Staat. Dann häufen sich Hinweise, dass mehr Steuern erstattet als eingenommen werden. Mittlerweile ist Peer Steinbrück Finanzminister der Großen Koalition. Er will gegen solche Geschäfte mit einem neuen Gesetz vorgehen. Sinn. Carsten Maschmeyer. Er hatte Ende der 80er Jahre die Firma AWD gegründet, eine Verkaufsmaschine für Finanzprodukte. Um Anleger zu gewinnen, wurden Armeen von Vertretern aufgestellt. Mit den umstrittenen Geschäften ist Maschmeyer reich geworden. Milliardär, so heißt es, während viele Menschen mit AWD ihre Ersparnisse verloren haben. Geld will arbeiten, will sich vermehren. Und so sucht Carsten Maschmeyer stets nach guten Anlagemöglichkeiten. Der Herr Maschmeyer hat dann auch immer mal wieder gefragt, welche Produkte das Bankhaus dann so im Angebot hat. Und umgekehrt hat natürlich Herr Sarrazin versucht, Herrn Maschmeyer als Kunden anzuwerben. Maschmeyer interessiert sich für die Fonds, die die Sarrazin Bank vermarktet. Und trifft sich mit Vertretern der Bank. Irgendwann hat dann der Erik Sarrazin dem
Carsten Maschmeyer gesagt, ich habe da ein interessantes Produkt für dich. Das wirft eine gute Rendite ab, ist fast ohne Risiko, das kannst du auf jeden Fall kaufen. Maschmeyer gibt später an, ihm seien Renditen von 10-12% in Aussicht gestellt worden. Dass es sich aber um Cum-Ex-Geschäfte auf Staatskosten gehandelt habe, davon habe er nichts gewusst. Also wer solche Renditen versprochen bekommt, der hat allen Anlass nachzufragen, was hat es denn mit diesen Geschäften auf sich? Läuft da irgendwas, was ich vielleicht besser wissen sollte, um entscheiden zu können, mache ich da mit? Über Sarasin investiert Maschmeyer 5 Millionen Euro. Und alles läuft prima. So gut, dass er bald auch seine Familie mitmachen lässt. Herr Maschmeyer hat, nachdem die ersten Fonds gut gelaufen sind, entschieden, noch einen viel größeren Betrag zu platzieren. Es ging, glaube ich, um rund 40 Millionen Euro. Er hatte aber dann keine Zeit. Dann hat er seinen Sohn, den Marcel Maschmeyer, zu dem Kundenbetreuer der Bank geschickt. Und die haben sich dann getroffen im Hotel. Der Sarasin-Banker begeistert ihn für eine Investition. Ganz euphorisch kehrt Maschmeyers Sohn Marcel zurück, wild entschlossen, einige Millionen zu investieren. Und nicht nur Marcel Maschmeyer spekuliert mit 20 Millionen Euro, auch sein jüngerer Bruder darf mitspielen. Aber Vater Maschmeyer findet, weil er noch minderjährig ist, nur mit 10 Millionen Euro. Echtem Geld. Neben Maschmeyer und seiner Familie investieren auch Veronika Ferres und Fußballtrainer Mirko Slomka. In welche Geschäfte? Hätten sie nicht gewusst, sagen sie heute. Ihr Geld sei verspekuliert worden. 40 Millionen insgesamt. Order per SMS. Und die Aussicht auf fette Gewinne. Aber dann kommt alles ganz anders. 2 Jahre später. Offenbar merkt man nun im Bundesfinanzministerium, dass die Geschäfte immer noch auf Hochtouren laufen. Trotz Gesetz. In internen Papieren ist von einem enormen Schaden für den Staat die Rede. Es heißt, die Befürchtungen gehen dahin, dass die Beträge weit über der Milliardengrenze liegen könnten. Man müsse schnellstmöglich reagieren. Das Schreiben geht bis nach ganz oben zum Bundesfinanzminister. 7 Jahre wird nun mit solchen Cum-Ex-Deals verdient. Und Steinbrück weiß nun, sein Gesetz greift nicht. Aber eine wirksame Lösung fällt ihm nicht ein. Fakt ist, dass trotz einigen Jahren Vorlaufs dem Finanzminister Steinbrück es nicht gelungen ist, diesem Treiben ein Ende zu bereiten. Das heißt, der Steuerzahler blieb ungeschützt, dass das Geld weiter an Banken und Millionäre rausfließt. Damit alle von den Geschäften profitieren können, müssen sich Investoren und Banken genau absprechen, wer was über wen kauft und verkauft. Genau hier setzt Steinbrücks nächster Versuch an. Der Finanzminister schreibt eine Anordnung an die Länder. Sie sollen prüfen lassen, ob es Erkenntnisse über Absprachen gibt. Die Lösung? In London beschließt die Barclays Bank nur 2 Tage später, mit den Geschäften weiterzumachen. In einer internen Mitteilung bezieht sich die britische Bank ausdrücklich auf das Schreiben des Bundesfinanzministeriums und will ab nun Maßnahmen ergreifen, um dem Eindruck von Absprachen entgegenzuwirken. Und so die Gefahr minimieren, dass der Handel als abgesprochen im Sinne des BMF-Schreibens wahrgenommen wird. Steinbrücks Anordnung hat also ihr Ziel komplett verfehlt. Aber nicht nur Barclays. Mehr als 100 Banken und Fonds stehen inzwischen im Verdacht, das große Geschäft auf Kosten des deutschen Steuerzahlers gemacht zu haben. Auch deutsche Banken mit ihren Auslandsfilialen. Und sogar Landesbanken. Bei den Bundestagswahlen im Herbst 2009 triumphiert Schwarz-Gelb. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Wolfgang Schäuble wird neuer Finanzminister und Nachfolger von Peer Steinbrück. Wird er weitere Milliardenverluste für den Staat verhindern? Hanno Berger hat damals sein Büro bei einer internationalen Anwaltskanzlei in Frankfurt. Er sorgt dafür, dass sein Premium-Kunde, Immobilienmogul Raphael Roth, zu seinem Geld kommt. Dessen Cum-Ex-Geschäfte liefen lange auf Hochtouren.
Er kaufte und verkaufte gigantische Aktienpakete. Kurzzeitig, während der ausdrücklich ausgeschlossen wird und auch in der Gesetzesbegründung klargestellt wird, dass es dann nicht der Hinweis ist, es übers Ausland zu probieren. Aber denken Banken, Berater und reiche Investoren normal oder ethisch-moralisch? Einige Banken begreifen Steinbrücks Gesetz jedenfalls geradezu als Einladung. Die Barclays Bank in London wittert ein Riesengeschäft. Schon kurz nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes gibt es hier Besprechungen zu Cum-Ex-Deals. Mit dem Ziel, aus Deutschland zwei Steuererstattungen für nur einmal gezahlte Steuern zu bekommen. Das Cum-Ex-Prinzip. Nach einem internen Dokument erwartet Barclays damit Profite in Höhe von 55,2 Millionen Pfund pro Jahr. Und so fließt munter das Geld deutscher Steuerzahler ins Ausland ab, angestoßen durch ein neues deutsches Gesetz. Wie aber kam ein solches Gesetz zustande? Da spielt das Schreiben des Deutschen Bankenverbandes von 2002 offenbar eine ganz entscheidende Rolle. Der Verband hatte damals auf die Gesetzeslücke hingewiesen und Lösungsvorschläge gemacht. Große Teile dieses Schreibens wurden nun per Copy and Paste 1:1 vom Bundesfinanzministerium in die Begründung für das Gesetz übernommen. Wir sind zumindest bis heute nicht sicher, ob der Bankenverband da wirklich nur selbstlos eine sinnvolle Information an das Finanzministerium gegeben hat oder ob er nicht auch versucht hat, zu verhindern, dass dieses Problem wirklich bekämpft wird. Der Bankenverband bestreitet, die Politik absichtlich auf eine falsche Fährte geführt zu haben. Und das Finanzministerium will sich dazu nicht äußern. Die französische Bank BNP Paribas jedenfalls triumphiert schon kurze Zeit später. Sie schreibt ihren Kunden, die Geschäfte wären über Auslandsbanken weiterhin machbar. Und zwar vor allem deswegen, weil der Bankenverband der Initiator des entscheidenden Teils der Gesetzesbegründung gewesen sei. 2 Jahre später. Offenbar merkt man nun im Bundesfinanzministerium, dass die Geschäfte immer noch auf Hochtouren laufen, trotz Gesetz. In internen Papieren ist von einem enormen Schaden für den Staat die Rede. Es heißt, die Befürchtungen gehen dahin, dass die Beträge weit über der Milliardengrenze liegen könnten. Man müsse schnellstmöglich reagieren. Das Schreiben geht bis nach ganz oben zum Bundesfinanzminister. 7 Jahre wird nun mit solchen Cum-Ex-Deals verdient. Und Steinbrück weiß nun, sein Gesetz greift nicht. Aber eine wirksame Lösung fällt ihm nicht ein. Fakt ist, dass trotz einigen Jahren Vorlaufs dem Finanzminister Steinbrück es nicht gelungen ist, diesem Treiben ein Ende zu bereiten. Das heißt, jahrelang werden die Geschäfte betrieben, zunächst unbeachtet vom Staat. Dann häufen sich Hinweise, dass mehr Steuern erstattet als eingenommen werden. Mittlerweile ist Peer Steinbrück Finanzminister der Großen Koalition. Er will gegen solche Geschäfte mit einem neuen Gesetz vorgehen. Mit dem Gesetz werden inländische Banken verpflichtet, nur dann Steuerbescheinigungen auszustellen, wenn sie auch wirklich Steuern an das Finanzamt abgeführt haben. Von Geschäften, die über das Ausland laufen, ist hier allerdings nicht die Rede. War das nicht eine Vorlage geradezu für die Investoren, dann über ausländische Banken zu gehen? Also es hätte eigentlich für einen normal denkenden Menschen mit gewissen ethischen und moralischen Grundsätzen klar sein müssen. Wenn das für den Inlandssachverhalt vom Gesetzgeber ausdrücklich ausgeschlossen wird und auch in der Gesetzesbegründung klargestellt wird, dass es dann nicht der Hinweis ist, es übers Ausland zu probieren. Aber denken Banken, Berater und reiche Investoren normal oder ethisch-moralisch? Einige Banken begreifen Steinbrücks Gesetz jedenfalls geradezu als Einladung. Die Barclays Bank in London wittert ein Riesengeschäft. Schon kurz nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes gibt es hier Besprechungen zu Cum-Ex-Deals. Mit dem Ziel, aus Deutschland zwei Steuererstattungen für nur einmal gezahlte Steuern zu bekommen. Das Cum-Ex-Prinzip. Nach einem internen Dokument erwartet Barclays damit Profite in Höhe von 55,2 Millionen Pfund pro Jahr. Und so fließt munter das Geld deutscher Steuerzahler ins Ausland ab, angestoßen durch ein neues deutsches Gesetz.
Wie aber kam ein solches Gesetz zustande? Da spielt das Schreiben des Deutschen Bankenverbandes von 2002 offenbar eine ganz entscheidende Rolle. Der Verband hatte damals auf die Gesetzeslücke hingewiesen und Lösungsvorschläge gemacht. Große Teile dieses Schreibens wurden nun per Copy and Paste 1:1 vom Bundesfinanzministerium in die Begründung für das Gesetz übernommen. Wir sind zumindest bis heute nicht sicher, ob der Bankenverband da wirklich nur selbstlos eine sinnvolle Information an das Finanzministerium gegeben hat oder ob er nicht auch versucht hat, zu verhindern, dass dieses Problem wirklich bekämpft wird. Der Bankenverband bestreitet, die Politik absichtlich auf eine falsche Fährte geführt zu haben. Und das Finanzministerium will sich dazu nicht äußern. Die französische Bank BNP Paribas jedenfalls triumphiert schon kurze Zeit später. Sie schreibt ihren Kunden, die Geschäfte wären über Auslandsbanken weiterhin machbar. Und zwar vor allem deswegen, weil der Bankenverband wieder gefragt, welche Produkte das Bankhaus denn so im Angebot hat. Und umgekehrt hat natürlich Herr Sarrazin versucht, Herrn Maschmeyer als Kunden anzuwerben. Maschmeyer interessiert sich für die Fonds, die die Sarrazin Bank vermarktet und trifft sich mit Vertretern der Bank. Irgendwann hat dann der Erik Sarrazin dem Carsten Maschmeyer gesagt, ich habe da ein interessantes Produkt für dich. Das wirft eine gute Rendite ab, ist fast ohne Risiko, das kannst du auf jeden Fall kaufen. Maschmeyer gibt später an, ihm seien Renditen von 10-12% in Aussicht gestellt worden. Dass es sich aber um Cum-Ex-Geschäfte auf Staatskosten gehandelt habe, davon habe er nichts gewusst. Also wer solche Renditen versprochen bekommt, der hat allen Anlass nachzufragen, was hat es denn mit diesen Geschäften auf sich? Läuft da irgendwas, was ich vielleicht besser wissen sollte, um entscheiden zu können, mache ich da mit? Über Sarrazin investiert Maschmeyer 5 Millionen Euro. Und alles läuft prima. So gut, dass er bald auch seine Familie mitmachen lässt. Herr Maschmeyer hat, nachdem die ersten Fonds gut gelaufen sind, entschieden, noch einen viel größeren Betrag zu platzieren. Es ging, glaube ich, um rund 40 Millionen Euro. Er hatte aber dann keine Zeit. Dann hat er seinen Sohn, den Marcel Maschmeyer, zu dem Kundenbetreuer der Bank geschickt. Und die haben sich dann getroffen im Hotel. Der Sarrazin-Banker begeistert ihn für eine Investition. Ganz euphorisch kehrt Maschmeyers Sohn Marcel zurück. Wild entschlossen, einige Millionen zu investieren. Und nicht nur Marcel Maschmeyer spekuliert mit 20 Millionen Euro. Auch sein jüngerer Bruder darf mitspielen. Aber Vater Maschmeyer findet, weil er noch minderjährig ist, nur mit 10 Millionen Euro. Echtem Geld. Neben Maschmeyer und seiner Familie investieren auch Veronika Ferres und Fußballtrainer Mirko Slomka. In welche Geschäfte? Hätten sie nicht gewusst, sagen sie heute. Ihr Geld sei verspekuliert worden. 40 Millionen insgesamt. Order per SMS. Und die Aussicht auf fette Gewinne. Aber dann kommt alles ganz anders. Bald schon wird sich der Ton ändern zwischen Erik Sarrazin und seinem Freund Carsten Maschmeyer. Wenn die Kasse stimmt, wenn jeder seinen Schnitt macht, dann feiert man gerne miteinander, stößt aufeinander an. Freut sich gemeinsam des Lebens und wenn dann die Antriebskraft für die Freundschaft, nämlich das Geld, wenn die dann fehlt, dann sieht es anders aus. Noch bevor die neuen Investoren einstiegen, fing gegen ihn zu ermitteln. Berger liebte es immer, Hintertürchen in Steuergesetzen zu finden und auszuloten, was geht. Diese spezifisch juristische Arbeit hat mir eigentlich schon immer Spaß gemacht. Insbesondere quasi diese intellektuelle Herausforderung, diese sportive Messen vielleicht sogar mit anderen. Sein Handwerk lernt Hanno Berger beim Staat als Steuerfahnder für das Finanzamt in Frankfurt. 12 Jahre lang ist er zuständig für die Prüfung großer Banken. Und die machen ihm immer wieder Angebote. Herr Berger war erst ein hartnäckiger Steuerjäger sozusagen. Er hat Banken geprüft und er hat aber also hier konsequent die Steuern eingetrieben. Und dann irgendwann ist er auf die Gegenseite gewechselt, was natürlich viel lukrativer ist.
Mit Banken und reichen Anlegern baut er sich nun ein Netzwerk als Berater auf. Wohl über die Vermittlung der Schweizer Privatbank Sarasin kommt der Kontakt zu Raphael Roth zustande, Immobilienmogul aus Berlin und Milliardär. Raphael Roth hat einen Sinn für lukrative Geschäfte. Nach der Wende kaufte er das Berliner Kudamm-Carré und verkaufte es später für mehr als das Sechsfache. Danach sucht Roth nach neuen Anlageformen für seine Millionen und erkennt in Berger genau den richtigen Mann. Sie treffen sich in München, in Berlin. Für Berger geht es darum, dass seine Kunden so wenig Steuern zahlen wie möglich. Früher stand in jedem betriebswirtschaftlichen Lehrbuch drin, dass eben Steuern ein Kostenfaktor sind und dass es auch legal sei, unter diesem Aspekt zu schauen, wo man die niedrigsten Steuerbelastungen hat. Die Hypo-Vereinsbank bietet an, die Cum-Ex-Deals von Raphael Roth abzuwickeln. Geschäfte, mit denen sie bereits Erfahrung hat. Noch im Frühjahr 2006 geht es los. Roth gründet eigens dafür eine Firma. Denn er will ganz groß in das Geschäft einsteigen. Je größer die Investition, desto größer der Profit. Daher leiht er sich von der Hypo-Vereinsbank 500 Millionen Euro. Dafür kauft er Aktien und verkauft sie schnell. Das macht er immer wieder, mit riesigen Summen. Das ging damals schon in Milliardenvolumen. Er hat da, glaube ich, über ca. 5 Milliarden Euro Aktien geh- und wieder verkauft. 2007 ist das dann noch weiter gesteigert worden und 2008 ist das dann noch weiter gesteigert worden. Also die haben auch erst sehr gut funktioniert. Die Steuern sind erstattet worden, die Rendite hat weitgehend gestimmt. Diese Geschäfte sind beschränkt auf Banken und den Club der Superreichen. Denn nur sie können sich die Millionenkredite besorgen, die man braucht, um Aktien in riesigen Volumen zu kaufen und zu verkaufen. Ein Börsenspiel, finanziert vom Steuerzahler. Zwar auch Steuern zu sparen. Das Geld wurde einfach überwiesen an Millionäre und an Banken. Und diese Fehlleitung von öffentlichem Geld ist einfach skandalös. Es ist ein Wirtschaftskrimi, wie man ihn selten findet. Es kommen Großbanken vor, es kommen prominente Investoren vor. Ein Krimi darüber, wie sich Geld vermehrt, wenn man viel davon hat. Wie es geht, dass Reiche immer reicher werden, sich die Gesetze so zurechtbiegen, wie es ihnen gefällt. Und wie unsere Politiker untätig zugeschaut haben. 10 Jahre lang. Da stellt sich natürlich die Frage, kapiert das Finanzministerium, was am Finanzmarkt los ist und im Steuerbereich? Und sind die wirklich in der Lage, uns zu schützen? Offensichtlich ja nicht. Denn hier haben Banken und Berater ein Schlupfloch gefunden, mit dem reiche Investoren nicht nur Steuern sparen konnten, sondern ihnen sogar Steuergeld überwiesen wurde. Und jeder war der Meinung, dass das eine legale Struktur ist. Kapituliert der Staat vor Banken, Beratern und Investoren? Jetzt will er sein Geld zurück. Ermittler sind in ganz Deutschland unterwegs. Aber vielleicht ist unser Steuergeld für immer verloren. Die Zürcher Privatbank Sarasin sucht im Herbst 2010 Investoren für ganz bestimmte Aktiengeschäfte. Ihr Gewinn beruht möglicherweise nur darauf, dass man vom deutschen Staat Steuergeld überwiesen bekommt. In verantwortlicher Position der Bank Erik Sarasin. Und dem kommt für die Deals ein guter Bekannter in den Sinn. Carsten Maschmeyer und der frühere Vizechef der Bank Sarasin, Erik Sarasin, die waren ja beste Geldkumpels. Also es war eine Beziehung, die durch das Geld gelebt hat. Carsten Maschmeyer hat teils zusammen mit seiner Familie und mit Geschäftsfreunden in mehrere Fonds investiert. Die Familie des Millionärs, Veronika Ferris und Fußballtrainer Mirko Slomka verabreden sich zu einer Geldanlage von 40 Millionen Euro. Die Order ergeht per SMS. Verbunden damit die Erwartung fetter Gewinne. Worauf genau die Geldanlage beruht, habe keiner der Investoren gewusst. Es geht um komplizierte Aktiendeals mit vielen zwischengeschalteten Beteiligten.
Vereinfacht funktionieren diese Cum-Ex-Geschäfte so. Einmal im Jahr schütten Aktienkonzerne wie Siemens, VW, Deutsche Bank oder Bayer einen Teil. Redet von 25% Rendite. Herzliche Grüße, in Verbundenheit dein Carsten. Klar, sorry. Wollte die Hälfte für mich einsacken. Aber auch im April kommt das Geld nicht. Maschmeyer ruft Sarrazin an, fragt, was denn da los sei. Im Juni macht Sarrazin dann ein neues Angebot. Lieber Carsten, nach unserem Mailaustausch und Telefonat von letzter Woche schlage ich dir vor, dass du die Anteile zum 25. des Monats zurückgeben kannst. Mit besten Grüßen, Erik. Daraufhin Maschmeyer. Ich danke dir persönlich außerordentlich, dass du die Heilung des Problems so unbürokratisch und konstruktiv angehst. Bitte sei versichert, dass sich an der großen Sympathie und Wertschätzung dir gegenüber und an unserer verlässlichen Freundschaft nichts ändern wird. Mit ganz herzlichen Grüßen aus Hannover, Carsten. Schöne Worte, aber es passiert trotzdem nichts. Als Carsten Maschmeyer gemerkt hat, dass die Rechnung nicht aufgeht, dass ein großer Teil des Geldes ausbleibt, was ihm versprochen wurde, dass überhaupt sogar eigenes Geld jetzt fehlt, da hat er dann immer energischer auf Rückzahlung gedrängt und hat dann auch deutlich gemacht, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Kurz vor Weihnachten reist Carsten Maschmeyer mit seinem Sohn nach Zürich. Dort trifft er sich mit einem Mitarbeiter der Sarrazin Bank. Es geht hoch her. Maschmeyer pocht auf die versprochene Rückzahlung. Aber eine Lösung wird ihm nicht angeboten. Maschmeyer und sein Sohn müssen mit leeren Händen wieder abreisen. Einen Tag später droht er in einer Mail an Erik Sarrazin. Eine Eskalation kann vor dem Hintergrund der medialen Folgen einer zu erwartenden Mundpropaganda, dem damit einhergehenden Image-Schaden und den juristischen Folgen weder in deinem Sinne noch im Sinne des Bankhauses und seiner Inhaber sein. Wenig später schreibt Maschmeyer, er werde nun seine Rechtsanwälte einschalten. Jetzt beginnt der private Krieg ums Geld. Die Bank Sarrazin hat Herr Maschmeyer verklagt und umgekehrt hat Herr Maschmeyer die Bank Sarrazin verklagt. Das Tischtuch zwischen Herrn Sarrazin und Herrn Maschmeyer ist auf jeden Fall zerschnitten. Und Herr Sarrazin musste ja auch im Zuge der Affäre seinen Job aufgeben. Die Sarrazin Bank einigt sich 2015 mit Maschmeyer. Sein Geld bekommt er fast vollständig wieder. Daraufhin zieht er seine Klage zurück. Die Hypo-Vereinsbank zahlt ein Bußgeld in Höhe von 9,8 Millionen Euro. Nur Drogeriekettenbesitzer Erwin Müller vermisst noch immer seine 50 Millionen Euro und fordert sie von der Bank zurück. Denn bei den Bundestagswahlen im Herbst 2009 triumphiert Schwarz-Gelb. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Wolfgang Schäuble wird neuer Finanzminister und Nachfolger von Peer Steinbrück. Wird er weitere Milliardenverluste für den Staat verhindern? Hanno Berger hat damals sein Büro bei einer internationalen Anwaltskanzlei in Frankfurt. Er sorgt dafür, dass sein Premium-Kunde, Immobilienmogul Raphael Roth, zu seinem Geld kommt. Dessen Cum-Ex-Geschäfte liefen lange auf Hochtouren. Er kaufte und verkaufte gigantische Aktienpakete. Kurzzeitig, während der Gesetzesänderung, wurde Roth mulmig. Aber Berger hatte ein Gutachten geschrieben, das ihn beruhigt. Ich habe ihn beraten und ich habe ein Gutachten geschrieben. Ja, und das Gutachten ist dann noch durch eine Second Opinion einer weiteren großen Sozietät noch mal bestätigt worden. Und jeder war der Meinung, dass das eine legale Struktur ist. Aber bei einer Steuerprüfung von Roths Firma beanstanden die Prüfer eines Finanzamts plötzlich die Geschäfte. Nach ihrer Meinung hatte Roth keinen Anspruch auf die Steuerrückzahlungen des Fiskus. Dann hat die HVB die Steuerbescheinigung storniert. Damit war dem Raphael Roth die Grundlage entzogen und er konnte diese Steuern nicht weiter für sich verbuchen. Nach der Prüfung wird auch der Hypo-Vereinsbank die Sache zu heiß. Der Gewinn ist verbucht und still und heimlich sollen die Geschäfte nun enden.
Doch schon bald wird sich zeigen, dass das Cum-Ex-Abenteuer für die Bank und für Milliardär Raphael Roth noch schwerwiegende Folgen haben wird. Nur wenig später entdeckt die Sarasin Bank mit ihrer Niederlassung in Zürich das Geschäftsfeld Cum-Ex. Banker Erik Sarasin kommt dafür sein guter Bekannter in den Sinn, Carsten Maschmeyer. Er hatte Ende der 80er Jahre die Firma AWD gegründet, eine Verkaufsmaschine für Finanzprodukte. Um Anleger zu gewinnen, wurden Armeen von Vertretern aufgestellt. Mit den umstrittenen Geschäften ist Maschmeyer reich geworden. Milliardär, so heißt es, während viele Menschen mit AWD ihre Ersparnisse verloren haben. Geld will arbeiten, will sich vermehren. Und so sucht Carsten Maschmeyer stets nach guten Anlagemöglichkeiten. Der Herr Maschmeyer hat dann auch immer mal wieder gefragt, welche Produkte das Bankhaus dann so im Angebot hat. Und umgekehrt hat natürlich Herr Sarasin versucht, Herrn Maschmeyer als Kunden anzuwerben. Maschmeyer interessiert sich für die Fonds, die die Sarasin Bank Erik Sarasin und seinem Freund Carsten Maschmeyer. Wenn die Kasse stimmt, wenn jeder seinen Schnitt macht, dann feiert man gerne miteinander, stößt aufeinander an, freut sich gemeinsam des Lebens. Und wenn dann die Antriebskraft für die Freundschaft, nämlich das Geld, wenn die dann fehlt, dann sieht es anders aus. Noch bevor die neuen Investoren einstiegen, war Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble voll über mögliche Milliardenschäden unterrichtet worden. Man hatte ihm mitgeteilt, dass auch in diesem Jahr wieder Geschäfte in erheblichem Umfang gelaufen seien. Zur Erinnerung, es geht um Geschäfte, bei denen zwei Anleger von ihren Banken Steuerbescheinigungen bekommen, die sie beide beim Finanzamt einreichen und vom Finanzamt dafür Geld zurückbekommen, obwohl zuvor nur einmal Steuern gezahlt worden waren. Nun warnen auch die Bundesländer. Vom Finanzministerium in Nordrhein-Westfalen heißt es in einem dringenden Schreiben, man dürfe nicht weiter abwarten. Die derzeitige Lage erfordert eine schnellere gesetzliche Anpassung. Die Kollegen machen sogar Lösungsvorschläge. Die Umsetzung könnte zeitnah erfolgen. Die Warnungen werden, wie die anderen zuvor, zur Kenntnis genommen und abgeheftet. 8 Jahre lang spendiert der Fiskus mittlerweile doppelte Erstattungen auf nur einmal gezahlte Steuern. Und da stellt sich natürlich die Frage, kapiert das Finanzministerium, was am Finanzmarkt los ist und im Steuerbereich? Und sind die wirklich in der Lage, uns zu schützen? Offensichtlich ja nicht. Weder Hans Eichel noch Peer Steinbrück oder Wolfgang Schäuble wollten sich zu ihrer Verantwortung bei den Cum-Ex-Geschäften äußern. Dabei hätte man im Ministerium eigentlich alles wissen können und müssen. Denn am 15.11.2010 schreiben Insider eine brisante Mail an das Bundesfinanzministerium. Absender ist ein Jürgen A. Schmidt. Mit den angebotenen Informationen könnte das Ministerium krumme Geschäfte auffliegen lassen. Die Mail beschreibt detailliert einzelne Cum-Ex-Transaktionen und warnt vor Kapitalertragsteuerausfällen. Allein in 2010 im Milliardenbereich. Schuld sei eine missbräuchliche Mehrfacherstattung. Die kurze Antwort des Ministeriums kommt einen Monat später. Die E-Mail werde an die Landesbehörde nach Hessen weitergeleitet. Mehr nicht. Am 5. Januar schreiben die anonymen Informanten erneut. Diesmal nach Hessen. Ich gebe euch eine Stichprobe und wenn euch die Stichprobe gefällt, dann gebe ich euch das ganze Material und das kostet dann 1,5 Millionen Euro. Das Material ist 300 Millionen Euro wert, es geht um Geschäftsleben und dann irgendwann ist er auf die Gegenseite gewechselt, was natürlich viel lukrativer ist. Mit Banken und reichen Anlegern baut er sich nun ein Netzwerk als Berater auf. Wohl über die Vermittlung der Schweizer Privatbank Sarasin kommt der Kontakt zu Raphael Roth zustande, Immobilienmogul aus Berlin und Milliardär. Raphael Roth hat einen Sinn für lukrative Geschäfte. Nach der Wende kaufte er das Berliner Kudamm-Carré und verkaufte es später für mehr als das Sechsfache. Danach sucht Roth nach neuen Anlageformen für seine Millionen und erkennt in Berger genau den richtigen Mann. Sie treffen sich in München, in Berlin.
Für Berger geht es darum, dass seine Kunden so wenig Steuern zahlen wie möglich. Früher stand in jedem betriebswirtschaftlichen Lehrbuch drin, dass eben Steuern ein Kostenfaktor sind und dass es auch legal sei, unter diesem Aspekt zu schauen, wo man die niedrigsten Steuerbelastungen hat. Die Hypo-Vereinsbank bietet an, die Cum-Ex-Deals von Raphael Roth abzuwickeln. Geschäfte, mit denen sie bereits Erfahrung hat. Noch im Frühjahr 2006 geht es los. Roth gründet eigens dafür eine Firma. Denn er will ganz groß in das Geschäft einsteigen. Je größer die Investition, desto größer der Profit. Daher leiht er sich von der Hypo-Vereinsbank 500 Millionen Euro. Dafür kauft er Aktien und verkauft sie schnell. Das macht er immer wieder, mit riesigen Summen. Das ging damals schon in Milliardenvolumen. Er hat da, glaube ich, über ca. 5 Milliarden Euro Aktien geh- und wieder verkauft. 2007 ist das dann noch weiter gesteigert worden und 2008 ist das dann noch weiter gesteigert worden. Also die haben auch erst sehr gut funktioniert. Die Steuern sind erstattet worden, die Rendite hat weitgehend gestimmt. Diese Geschäfte sind beschränkt auf Banken und den Club der Superreichen. Denn nur sie können sich die Millionenkredite besorgen, die man braucht, um Aktien in riesigen Volumen zu kaufen und zu verkaufen. Ein Börsenspiel, finanziert vom Steuerzahler. Zwar auf Kosten des Staates, aber nicht zu seinem Schaden, finden die Berater. Man kann nicht sprechen, dass jemand einen Schaden erlitten hat, wenn er auf einen bestimmten Geldbetrag keinen Anspruch hat. Also das kann ich nicht erkennen. Ja. Man kann natürlich immer, könnte theoretisch von Schaden sprechen, wenn man sagen würde, also der Fiskus hat auf alles, ob das jetzt im Gesetz drinsteht oder nicht, den Anspruch. Es geht darum, dass aus dem, was wir gemeinsam mit unserer Steuer finanzieren wollen, nicht Straßen repariert worden sind oder Lehrerinnen bezahlt worden sind und Lehrer, sondern das Geld wurde einfach überwiesen.